Hey Leute, ich bin's wieder Silvi und heute geht es um das Thema nachhaltige Geldanlagen. Denn ihr könnt Nachhaltigkeit auch bei eurer Geldanlage beachten. Beispielsweise könnt ihr mit nachhaltigen Fonds oder ETFs nachhaltige Wirtschaftsbereiche und Produktionsverfahren unterstützen. Ihr habt jetzt verschiedene Möglichkeiten, euer Geld nachhaltig anzulegen, aber ich werde heute speziell zeigen, wie ihr mit Aktienfonds und ETFs nachhaltig anlegen könnt. Wir haben ja schon über normale Aktienfonds und ETFs geredet, aber immer mehr Menschen möchten ihr Geld auch Unternehmen geben, die sich für eine gute Umwelt einsetzen, was meiner Meinung nach ja sehr gut ist. Wenn ihr das also nun machen möchtet, könnt ihr auf verschiedene Kriterien achten, um einen nachhaltigen und für euch guten Fonds zu finden. Es ist ja, sag ich mal, so ein bisschen Mode geworden, nachhaltig zu agieren und anzulegen. Daher wird das Angebot von den Fondsgesellschaften immer größer und man muss eben aufpassen, dass man auch die wirklich nachhaltigen, sag ich mal, ausfindig macht. Eine Sache, an der ihr das erkennen könnt, ist das Kürzel ESG im Vornamen. Dabei steht E für Environment, also Umwelt, S für Social, gleich Soziales und G für Governance, gleich gute Unternehmensführung, also zum Beispiel keine Korruption. Wie ihr also seht, geht es hier nicht nur um die Umwelt, sondern eben auch um ethische Aspekte. Also eben auch, dass eben darauf geachtet wird, dass zum Beispiel ein guter Umgang mit den Mitarbeitern herrscht oder wie gerade eben schon gesagt, keine Korruption. Ein weiteres Kürzel im Vornamen, was euch zeigt, dass dies ein nachhaltiger Fonds ist, ist das Kürzel SRI. Socially Responsible Investment. SRI ist noch ein bisschen nachhaltiger oder strenger als ein ESG-Fonds. Ihr könnt euch das jetzt so vorstellen, dass es da verschiedene nachhaltige Kriterien gibt und eine Menge Unternehmen schaffen es nicht, diese zu erfüllen und werden dann so quasi ausgesiebt. Und bevor dieser Prozess überhaupt in Gang kommt, gibt es oftmals spezielle Ausschlusskriterien, was dazu führt, dass manche Unternehmen gar nicht in diesen Auswahlprozess kommen. Das könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen wie der Türsteher vom Club. Der wird jetzt zum Beispiel ein Waffenunternehmen da gar nicht erst reinlassen. Ihr kennt ja bestimmt von Lebensmitteln oder anderen Produkten einige Umweltsiegel und diese gibt es in der Fondsindustrie auch, zum Beispiel das europäische Transparenzlogo oder das FNG-Siegel. Aber ich muss ehrlich sein, ich habe das bisher bei einem Fonds nicht mal soeben dabei gesehen, aber ich glaube, das wird sich noch ändern. Abschließend also nochmal, wenn ihr nachhaltig anlegen möchtet, könnt ihr entweder nach dem ESG- oder SRI-Siegel Ausschau halten oder eben nach den Logos. Die findet ihr auch im Internet, also da könnt ihr euch auch nochmal genauere Beschreibungen zu den einzelnen Logos anschauen. Das war's mit dem Video. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben und vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann freue ich mich natürlich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen.